Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute Gartenräume, Gartenträume. Gärten sind Gärten, werden Sie sagen, und Pflanzen sind Pflanzen. Dennoch lohnt es sich, den Garten in Räume zu unterteilen, die man unterschiedlich gestaltet, die man auch als unterschiedliche Gartenräume wahrnimmt. In unserem Garten zum Beispiel haben wir hier diesen großen dreieckigen Gartenraum, umgeben von einem Mixed Border hier mit Obstbäumen, Buchs und anderen Dingen. Hier wieder Obstbäume mit Stauden, auch Frühlingsflor, jetzt natürlich verblüht, dann im Sommer wieder wunderbar. Und hier das Haus. Dann der nächste Gartenraum mit Pergola-Terrasse, begrenzt gegen den nächsten Gartenraum durch diese Hecke und durch dieses Hopfentor. Das Hopfentor ist eines meiner Lieblingsobjekte. Mitte Mai jeweils ist das Hopfentor schon geschlossen, ist es zugewachsen. Unglaublich, was zwei Hopfen rechts und links gepflanzt an Wuchsstärke hinkriegen, dass sie nämlich innerhalb von wenigen Wochen das Ganze zuwachsen. Und jetzt gehen Sie mal durch das Gartentor durch und Sie kommen in den Rosengarten. Wiederum ein ganz anderes Erlebnis wie die anderen Gärten. Natürlich nicht professionell, wir sind Hobbygärtner wie Sie zu Hause auch. Nichts Verrücktes, meine Frau aber hat das so gestaltet und intuitiv so gestaltet. Und diese Gartenräume geben unterschiedliche Gartenerlebnisse, Gartenmöglichkeiten wieder und intensivieren eigentlich den Eindruck, das Erlebnis, das man mit einem Garten haben kann. Probieren Sie also auch Ihren Garten zu unterteilen in verschiedene Gartenräume, auch Engpässe zu schaffen, wo es dann nachher wieder in die Weite geht, wo man ein neues Gartenthema beginnen kann. Wie immer diskutieren Sie mit, schreiben Sie unten rein, wie Sie neue Gartenräume gestalten und vor allem gärten Sie weiter.